Herzlich willkommen zum SIG-Magazin im Monat Juli. Ja, ich wünsche erstmal allen eine schöne Ferienzeit. Die Ferien haben begonnen, es ist Urlaubszeit, aber wir sind unterwegs hier im Landkreis. Heute zu Gast im bürgerlichen Brauhaus in Saalfeld, denn hier gab es Grund zum Feiern. Und in Bad Blankenburg auf den Spuren von Friedrich Fröbel. Deutschland ist Weltmeister. Was kann es Schöneres geben, liebe Zuschauer vom Saale-Info-Kanal? Und ich bin heute zu Gast bei einem Vize-Weltmeister hier im bürgerlichen Brauhaus in Saalfeld. Und was es damit auf sich hat, ja, das ist einfach mal Gelegenheit, sich hier etwas näher umzuschauen. Ich habe jetzt ein Rendezvous mit Herrn Hohmann hier aus dem bürgerlichen Brauhaus in Saalfeld. Herr Hohmann, ich bin nicht ohne Grund hier zu Ihnen gekommen, Vize-Weltmeistertitel. Aber wir sitzen hier in einem wunderbaren Ambiente. Was ist das hier an Ihrem Brauhaus? Ja, das ist unsere Braumanufaktur und die Braumanufaktur ist quasi die Brauerei in der Brauerei. Das ist eine kleine Brauerei mit maximum 60 Liter Herstellungsmenge und hier werden nur ganz besondere Biere hergestellt, die dann unter dem Namen Braumanufaktur, Saalfelder Braumanufaktur hergestellt werden. Ja, wir haben uns natürlich gefragt, Vize-Weltmeister in Amerika, wie wird man so etwas? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, sich an so einer Weltmeisterschaft zu beteiligen? Ja, wir sind ja in der Zwischenzeit schon 8-mal Europameister geworden mit unserem Bockbier, Saalfelder Bock, und dem Ursaalfelder, dem Märzenbier. Und da liegt natürlich nahe, dass man auch mal an einer Weltmeisterschaft teilnimmt. Wir haben 2012 zum ersten Mal daran teilgenommen und auf Anhieb sofort eine Bronzemedaille erhalten. Und dieses Jahr haben wir uns wieder angemeldet und zur Überraschung aller haben wir dieses Jahr die Silbermedaille erreicht. Es ist nämlich nicht von ungefähr, dass man den Titel quasi wieder verteidigt, sogar noch besser wird. Ganz tolle Sache. Die Zuschauer werden sich jetzt fragen, ja, welche Kriterien werden denn zugrunde gelegt bei so einer Weltmeisterschaft, wenn man so ein Bier bewertet? Ja, das Bier muss natürlich genau dem Charakter entsprechen, in dem es gebraut worden ist, wie hier das Märzenbier. Das muss Aromen haben nach Biskuit, das muss eine Bernsteinfarbe haben, das muss malzaromatisch schmecken. Und das sind so Kriterien, die die Verkoster natürlich genau darauf achten, sind die auch da. Und es gibt da mehrere Durchgänge. Bei unserer Kategorie Märzenbier waren es 42 Teilnehmer und da wird natürlich vorher ausgesiebt. Ne? Und dann kommt man irgendwann in die Endrunde und dann wird entschieden, ist das jetzt ein Bier, das weltmeisterschaftswürdig ist oder ist es kein Bier, das zu einem Weltmeisterschaftstitel taugt. Was bedeutet das nun konkret auch für Saalfeld, für Ihr Brauhaus, wenn man so einen Titel in Amerika gewinnt? Ist da die Auftragslage nun ganz verschärft nach oben gegangen? Hat man nicht nur in Amerika, sondern auch in anderen Ländern etwas von dem Bier erfahren und sagt, Mensch, da will ich jetzt größere Mengen? Wie läuft das? Ja, wir kriegen natürlich Anfragen aus der USA oder aus Japan, aus China, Polen war letztes Jahr die ganz spezifisch sagen, ja, wir haben gesehen, ihr wart beim World Beer Cup, ihr wart beim European Beer Star erfolgreich, aber wir sind eine kleine regionale Brauerei, wir beschränken uns darauf, den regionalen Kreis Thüringens zu beliefern. Ja, wir würden jetzt einfach mal so eine Flasche öffnen, denke ich mir, denn wir müssen ja mal eine Verkostung vornehmen, liebe Zuschauer, von diesem tollen Bier, was Sie hier brauen. Es gibt natürlich bestimmt noch ganz, ganz viele andere Sorten. Gibt es so ein Bier, wo Sie sagen, das ist Ihr Favorit? Ja, im Moment ist die Sommersonne. Ein spritziges Bier mit einer ganz neuen Hopfensorte und das ist jetzt so das Bier, was wir Brauer zurzeit trinken. Gewonnen. Ja, ich sage einfach mal Prost und herzlichen Glückwunsch. Prost, vielen Dank. Ich muss sagen, als Weintrinker kann ich auch sagen, ganz, ganz tolles Bier, schmeckt ganz vorzüglich, Herr Hohmann. Aber Sie sind natürlich ein Mann, der auch selber beurteilt, wie ein Bier schmeckt, denn Sie sitzen selbst in einer Jury. Ja, ich sitze im European Beer Star Gremium und wir bewerten da die europäischen Bierstile. Und es ist natürlich
anstrengend, sowas zu machen. Wir verkosten zum Beispiel in 2 Tagen 150 Biere. Und es, man muss sich das vorstellen wie im Sport, man hat Vorrunden, immer weiß, 8 Biere werden verkostet, da werden wieder die 2 besten rausgesucht, so lange bis man eine Endrunde hat und dann sind es 6 oder 8 Biere und die werden dann verkostet und man sagt, jawohl, das ist das Beste unter den Besten. Schwierige Sache, hat man da überhaupt noch abends Lust auf ein Feierabendbierchen vor dem Fernseher? Man freut sich darauf. Ein gutes Bier ist immer zu genießen. Ja, Herr Hohmann, Sie haben gesagt, in Amerika den Titel gewonnen. Jetzt möchten wir natürlich auch wissen, sind Sie da alle nach Amerika gechattet und haben den großen Pokal in Empfang genommen oder wie ist das abgelaufen? Nee, die E-Mail, die kam Samstagnacht oder von Freitag auf Samstag Nacht und man steht natürlich am Samstagmorgen dann auf und checkt mal seine E-Mails und dann ist natürlich eine Riesenfreude, wenn man dann am Morgen schon liest zum Frühstück, ja, man ist Vize-Weltmeister, ne? Und die Preisverleihung fand dann in Köln statt, in einer tollen Ambiente am Dom und der Herr Krause, unser Brauführer und ich haben dann den Preis entgegengenommen. Na, darauf nochmal ein Prost. Herr Hohmann, toller Tropfen. Ich freue mich mit Ihnen. Wir freuen uns alle, wir Saalfelder, dass es geklappt hat. Natürlich noch viele, viele kreative Ideen. Vielleicht mal wieder ein neues Bier, mal wieder zur Weltmeisterschaft. Denn das spornt ja an. Wir wollen ja den Titel holen, denke ich. Ja, wir schauen jetzt im Oktober auf die Europameisterschaften, auf den European Beer Star und hoffen, dass wir da natürlich neben dem Ursaalfelder wieder was im Bereich Bockbier gewinnen. Dieses Jahr probieren wir mal fürs Jubiläumsbier einen Angriff. Na, dann sage ich nur toi, toi, toi. Wir werden wieder dabei sein. Wir werden berichten, was es hier Neues gibt. Vielen Dank, dass Sie sich trotzdem Zeit genommen haben für unser kleines Gespräch. Und ich wünsche Ihnen und Ihrem Kollegium alles, alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank auch an die braven Biertrinker in Saalfeld, die uns immer tapfer unterstützen. Nur so können wir solche Biere herstellen, wie wir sie im Moment herstellen. Hallo, ich bin Franziska Fanin. Herzlich willkommen zu unserer Projektarbeit Doku Fröbel 2.0. In der Woche vom 19. bis 23.05.2014 haben Schüler der 6. bis 9. Klasse an einem Friedrich-Fröbel-Projekt gearbeitet. Wir dokumentierten den Dreh vom Film über Friedrich Fröbel. Was wir getan haben und gedreht haben, sehen Sie jetzt. Am Montag war Silvio Müller vom SRB bei uns. Wir haben uns mit ihm ein Video über verschiedene Perspektiven angeschaut. Hier ist es genau in der Mitte, das sieht blöd aus. Er hat uns auch die Bildaufteilung erklärt. In dem goldenen Schnitt drin und hier unten sackt sie im Prinzip komplett ab. Das sind die Augen irgendwo in der Mitte, das ist immer blöd. Die Augen sollten immer so ein bisschen im oberen Drittel sein. Das müsst ihr mal ein bisschen beobachten, dann seid ihr blind. Stellt euch mal vor, wenn Sie jetzt im Prinzip nicht da angucken würden, sondern in die Richtung. Wie würde das Bild aussehen? Ja, Alex, doch. Und wir mussten einen Szenenverlauf mit einzelnen Bildern lesen. Das war das, wo sie dann hier auf dem Hügel standen und sie da los runtergeguckt haben. Nee, das muss erst hier hin. Und sie da los runtergeguckt haben. Dass sie noch ein Wort hat. Wir hatten eine Kameraführung. Raphael hat erste Filmversuche gestartet. Ich würde es so lassen. Naja. Von mir aus, tschüss, viel Spaß die Woche. Genau, sonst ist jetzt Thomas für euch zuständig, für die nächsten Tage und Wochen. Nur Tage, die ganze Woche. Dann erfolgte die Aufteilung der Gruppe in verschiedene Aufgaben. Dokumentation, ihr zwei, Max und VD. Kamera, Raphael, Ben, Stellvertreter. So, Cover, unter anderem Philipp. Du musst immer zwei Leute aus, für den du das Cover gestaltest. Philipp Sager, du machst Cover. So, Schauspieler, der ganze Rest. Und wie gesagt, bringt euch mal ein paar coole Sprüche.
Am Dienstag haben wir die Covergestaltung in Angriff genommen. Oh, Alter. Danach stellten wir uns vor der laufenden Kamera vor und sagten unsere Aufgaben in dem Projekt. Also, ich bin der Ben Chivio, gehe in die 5. Klasse und bin Kameraassistent. Ich bin Christian Vorder, gehe in die 9. Klasse und bin für die Covergestaltung mit dabei. Ich bin der Sepp Hinzert, bin 7. Klasse und bin Regisseur. Ich bin Selina Gruber, 7. Klasse und ja, bin bei Covergestaltung dabei. Also ich bin auch noch bei Ich bin Sarah Richter, bin 7. Klasse und bin bei Kameragestaltung. Ich bin die Veronique Rasse, gehe in die 7. Klasse und bin bei der Covergestaltung dabei. Oh. Ich bin der Jan Behrin, bin in der 7. Klasse und bin bei der Covergestaltung. Ich bin Raphael Persig, bin 6. Klasse und bin Kameramann oder wie auch immer halt. Ja. Ich bin Oliver Borger, bin in der 6. Klasse und bin Schauspieler. Ja, hallo, ich bin Pascal Höfer, bin in der 6. Klasse und bin Schauspieler. Ich bin der Philipp Schindler, ich bin in der 6. Klasse und ich war bei der Covergestaltung mit. Ich bin der Paul Grimm, gehe in die 9. Klasse und bin Fotograf. Ich bin der Max Pfistner, ich gehe in die 9. Klasse und mache auch Fotograf. Mein Name ist Annalena Behring, ich bin 13 Jahre alt und führe mit Moderation durch den Film. Mein Name ist Florian Erger, gehe in die 7. Klasse und ich bin Raphael, sein Kameraassistent. Geht doch. Ja, ich bin Max Heidelberger, bin Schulsozialarbeiter in der Geschwister-Scholl-Schule und bin Leiter der Maßnahme, was die Beteiligung der Schule betrifft. Wenig später sind wir auf den Markt gegangen und drehten unsere ersten Szenen. Ja, ich denke, ich mach's mit. Ja, ja. Doch, Philipp darf der Einzige sein, der. Oh, wer kommt denn da? Was? Fröbel, ja. Du liegst unter der Erde. Ich hab noch nicht schlecht gesagt. Ich glaub's ja nicht. Wer war denn das, der Fröbel? Ja, doch, der hat noch Fröbel. Genau, wer bin ich? Der Kindergarten. Ah. Ja, genau. Das Ding hier. Was ist das? Handy. Smartphone. Telefonieren benutzen. Was ist telefonieren? Mit anderen über einen langen Weg kommunizieren. Was tun Sie da jetzt? Wir tauschen jetzt Nummern aus. Also die Handynummer. Ja. Nachdem gingen wir ins Fröbel-Museum und erhielten Infos über Friedrich Fröbel von Sibylle Janka. Früher war das ja so, dass Kinder schon mit 4-5 Jahren anfangen mussten zu arbeiten. Kinderarbeit ist euch ja sicherlich ein Begriff. Karl Marx damals in London und so weiter. Und damals war es so, dass es also normal war, wenn ein Kind aus den Windeln rauskam und laufen konnte und dann halbwegs musste das arbeiten. Und Fröbel war eigentlich der erste Mensch, der das geschafft hat, dass die Kinder also nicht diese Kinderarbeit mehr machen mussten, sondern eine Bildung kriegen. Und das war eigentlich für die damalige Zeit gar nicht so was ganz Normales. Und er hat sich da auch ganz, ganz viele Leute eingefangen, die gegen ihn waren, die das eigentlich gar nicht wollten. Weil die nur wollten, dass Kinder aus reichen Verhältnissen eine Bildung kriegen, dass die Kinder von Arbeitern und vom armen Volk eigentlich nur zum Arbeiten geboren sind, also mit 5-6 Jahren schon auf die Felder gehen und in die Fabriken. Und Fröbel hat das eigentlich als erster mitgeschafft, dass die Kinder in den Kindergarten können. Und ich finde das eigentlich, egal wenn man mal drüber nachdenkt, eine ganz tolle Sache. Ach, welch herrlich Land hier vor mir liegt. Ein großer Garten, in dem Kinder spielen,
Jetzt hab ich's. Kindergarten soll meine Anstalt heißen. Wer seid ihr? Was habt ihr an? Warum seid ihr nicht in der Schule? Was macht ihr hier? Was habt ihr an? Am Mittwoch war die erste Begegnung mit Friedrich Fröbel im Jahr 2014. 2014? Und was habt ihr da in der Hand? Was spürt ihr da? Das kenne ich nicht. Oh, viele Bilder. So einfach draufdrücken? Ja. Und was ist das? Das sind ja viele bunte Bilder. Und Musik macht das auch? Ja. Dann hat das Hinkel, da muss man das hier hochziehen. Aha. Und auf den blauen Knopf drücken. Auf den blauen. Hallo? Hallo? Ich höre ja jemand. Ist das toll. Das hat mich aber jetzt begeistert. Da muss es doch noch viel mehr geben. Ich werde mir jetzt meinen Blankenburg angucken. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja irgendwann mal mitkommen. Das muss ich jetzt sehen. Macht's gut, vielleicht sehen wir uns irgendwann. Ich muss mir meinen Blankenburg angucken. Das ist nicht mehr wie früher. Was macht ihr denn hier? Wir hören Musik. Das ist Musik? Ja. Und wo kommt die denn hier raus? Aus der Box. Hier, haben wir gebaut. Aus Lautsprechern. So was könnt ihr bauen? Ja. Ihr seid doch noch fast Kinder. Ja, aber wir lernen das heutzutage schon in der Schule. Und hier kommt die Musik raus? Ja, die Musik kommt hier aus den Boxen raus. Und ihr habt sowas gebaut? Ihr könnt sowas? Ja, alles selber gebaut. Wer sind Sie denn eigentlich? Ich bin der Fröbel, Friedrich Fröbel. Der Fröbel? Ach, der Kindergartenerfinder. Das? Richtig, ja. Genau. Ich bin schon etwas überrascht, wie das hier alles aussieht. Gibt es denn noch irgendetwas, was an mich erinnert? Ja, hier unten im Fröbelsaal im Rathaus. Ein Saal direkt, nach mir benannt? Ja, genau. Können wir da mal hingehen vielleicht? Ja, können wir mal hingehen. Dann nehmen wir jetzt die Box. Und dann... Toll! Dann gehen wir jetzt hier so einfach mal hin. So. Dann zeigten wir ihn die Stadt. Er war sehr erfreut darüber zu hören, dass es sehr viele Erinnerungen an ihn gibt. Ja, das wurde abgerissen. Das ist ja irgendwie. Es verändert sich ständig. Ja, also ich komme jetzt hier die Kommissar, dass es noch wieder aussieht. Wir besuchten den Fröbelsaal. Hallo, wer seid ihr denn hier in dem Saal? Sie haben bestimmt einen weiten Weg hinter sich. Dankeschön. Warum heißt das Saal hier eigentlich Fröbelsaal? Nun ja, ich vermute, vor langer, langer Zeit, 1840, habe ich hier mein erstes Werk umsetzen können und habe einen Kindergarten hier gegründet. Und aus diesem Grunde wird man ihn dann Fröbelsaal genannt haben. Kann mich denn jemand in das Fröbelmuseum mal führen? Dann weiß ich, wo das ist. Dann lasst uns hingehen. Hey, wo wollt ihr denn hin? Zum Fröbelmuseum wollen wir. Ah, da weiß ich, wo es hingeht. Ah, schön. Können wir hier hin? Na los. Na dann.
Also tschüss, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Tschüss. Tschüss. Aber wir müssen jetzt hier hoch. Ich glaube, das stand da irgendwie schon, als ich da war. Ja, das ist das Haus über dem Keller. Junge Herr Fröbel, schauen Sie mal die Tafel. Sehr schön. Ja, das ist lange her, 1839 bis 1844. Aber es ist schön, dass man an mich gedacht hat, ne? Toll. Wollen wir mal reingehen? Jetzt soll ich mal schön ausmachen. Ja, einfach mal so viele Vornamen. Ja, ich wusste, dass ich keine Aufmerksamkeit habe. Heute reicht ein Vorname oder maximal zwei. Ja. Ah, meine Zeit gestört. Ach, das war eine schöne Zeit. Das muss ich mir dann alles nochmal genauer angucken. Da gibt es noch Spiele, die Sie gemacht haben. Und hier. Aber die sind auch schon weiterentwickelt, so weit war ich. Ach doch, ja. Ja, dann setzen wir das mal. Kommt der? Oh! Ja, also das ist der Herr Fröbel. Oh, wow. Sie also, sehr schön. Das ist die Frau Hockstein, unsere Museumsleiterin. Herr Fröbel, das ist ja ganz wunderbar, dass Sie heute persönlich hierher kommen. Wenn ich gewusst hätte, dass ich so ein schönes Haus hier über mich erzählt, dass so ein schönes Haus über mich erzählt, wäre ich natürlich schon viel früher gekommen. Was ist denn nun eigentlich der Anlass, dass ich um gerade 2014 nun hierher muss? Für dieses Haus, Sie möchten sich erinnern, haben Sie das wunderschöne Wort Kindergarten gefunden. Das ist richtig. Und weil es eben der erste Kindergarten der Welt war, und Sie sich so viele Gedanken gemacht haben über das Spiel der Kinder, über die Ausbildung der Kindergärtnerin. Ja, deshalb gibt es heute dieses Museum. Sie sind hier. Nun, ich war etwas jünger, als das gemacht wurde. Sie sehen hier etwas jünger aus, aber ich habe doch jetzt eine gewisse Ähnlichkeit. Ihre Ohren sind nicht mehr ganz so groß, Herr Fröbel, kann das sein? Und Herr Fröbel, was war denn nun mit der Walze? Was wurde daraus? Ich denke, eine Kugel. Wir probieren es. Das, oder? Es war eine Kugel und ist eine Kugel. Und es ist heute noch ein Spielzeug, das Kinder fasziniert und für sich Kinder sehr interessiert. Und sie haben ja auch so schöne Verse gemacht, wie ich mich auch drehe und wende. Die Kugel zeige ich ohne Ende. Wir schmunzeln manchmal über ihre Verse, aber wir wissen, es ist wichtig, dass Erwachsene Verse kennen und Reime kennen, damit Kinder sprechen lernen. Das ist richtig. Das habe ich mir heute auch schon einige andere Spiele angeschaut, zum Beispiel ein Smartphone. Das ist nun ganz was Neues. Allerdings muss ich dann auch sagen, bis auf die Daumenbewegung bleibt die Bewegung etwas sehr rar und unterentwickelt. Lieber Herr Fröbel, sehr schön, dass Sie an einem solch wunderschönen Tag Ihre einzige Wirkungsstätte besucht haben. Und ich bin sehr stolz, dass wir dieses Museum hier haben, Ihnen zu ehren und hoffe, dass Ihnen alles wohlgefällt, was Sie hier in der Einrichtung noch sehen können. Das will ich mir doch jetzt angucken. Vielen Dank, Frau Hockstein. Vielen Dank, dass ich mir dieses schöne Haus ansehen darf und dass es überhaupt entstanden ist. Und bei euch darf ich mich auch recht herzlich bedanken, dass ihr mich hier durch Blankenburg geführt habt, in meine alte Wirkungsstätte. Macht's gut. Ach, Herr Fröbel, das war doch noch nicht alles. Was? Es geht doch noch weiter. Aha, aber heute nicht mehr. Nö, morgen. Kommt, lasst uns unseren Kindern leben. Sehr schön, ein Leitspruch von mir. Also dann habe ich mir ja schon sehr viel heute hier in Bad Blankenburg angeguckt.
Was gibt es denn sonst noch eigentlich Schönes zu sehen, was meinen Namen vielleicht auch trägt? Das Grab von Ihrer Frau liegt hier oben. Oh, das weiß ich ja gar nicht mehr. Könnt ihr mich da hinführen? Ach, das wäre schön. Ja, können wir machen. Na dann. So, sind angekommen. Ah ja, das ist der Grabstein von Wilhelmine, meiner ersten Frau. Eine schöne Zeit war es, aber halt doch zu kurz. Wie alt ist sie denn geworden? 59. 39. Achso, du insgesamt. Ja. Leider blieb die Ehe damals kinderlos. Jedoch ermöglichte sie Friedrich Fröbel die pädagogische Atmosphäre der erziehenden Familien Keilhaus selbst zu leben. Am 13. Mai 1839 starb Fröbels Ehefrau Henriette Wilhelmine in Bad Blankenburg und fand hier auf dem alten Friedhof ihre letzte Ruhe. Auch sehr schön, damals. Herr Fröbel, wir haben heute noch viel vor. Wir wollen noch zum Fröbel-Denkmal im Park. Ein Denkmal für mich? Das möchte ich mir natürlich gerne anschauen. Na dann lasst uns gehen. Das heißt, mit Musik. Ja, mein Box kommt aber langsam ab, also vielleicht muss ich weg. Das Ordnungsamt. Das wird beeindruckt. Das steht jetzt auch im Haus. Was ist da denn? Das ist ja erstaunlich. Ein Denkmal hier in Blankenburg. Ich benannt als Begründer des Kindergartens. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass damals meine Idee so weltumfassend sein wird. Sehr schön. Herr Fröbel, wir haben da noch eine Attraktion. Drüben im Park wird dieses Jahr das Kindergartenfest gefeiert. Ist zwar jetzt nichts da, aber da steht Quelle und alles. Überall die Symbole, Kugelwalze, Würfel. Ja, Herr Fröbel, hier ist die Antoniusquelle. Kennen Sie ja sicherlich. Wer das Wasser trinkt, hat das ewige Leben. Jetzt weiß ich auch, warum ich noch am Leben bin, als ich es damals getrunken habe. Deswegen bin ich immer noch da. Okay. Ein Wegweiser nach Oberweißbach, meiner Geburtsstadt. 15 Kilometer, ne? Das war für uns damals kein Problem, 15 Kilometer. Jetzt sind wir aber viele Wege gelaufen. Man kann sich ja direkt verlaufen. Deswegen haben wir an den Bäumen, an den verschiedenen Stationen QR-Codes angebracht, wo man es einscannen kann. Was ist denn das alles? Das zeigst du mir mal bitte. So. Boah, 20 Meter. Hier vorne ist der QR-Code. Ah. Hat jemand so einen QR-Code-Scanner? Na dann zeig mal. Wir scannen ihn jetzt per Handy ein. Dann geht das übers Internet. Also damit kann man jetzt die Infos, dazu gibt es auch Videos, Vorausgabe und man kann
einen Weg zur nächsten Station finden. Aha, und da ist wieder so ein Zeichen. Genau. Freue ich mich natürlich, dass wir heute so viel erleben konnten und dass ich noch mal die Stätten besuchen konnte, wo doch meine Spuren hinterblieben sind, in Kugelwalze-Würfel oder in vielen anderen Einrichtungen. Ja, und ich habe viel von euch gelernt, ich habe viel gelernt. Ich weiß zwar immer noch nicht so ganz, wie man mit einem Smartphone umgeht, aber wenn wir uns mal wiedersehen würden, würde ich mich freuen. Und wir können natürlich Friedrich Fröbel hier in der Stadt immer wieder erleben, an den unterschiedlichsten Orten. Ja, dann macht's gut. Tschüss. War schön, Sie kennenzulernen. Danke. Und wir haben als Abschiedsgeschenk noch ein Smartphone für Sie. Oh, das ist der Moment, wo ich dann wiederkommen kann in der Station 1, Station 2 mit Smartphone. Danke. Genau. So, haut ab. So. Tschüss.